Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Half-Life. Wir stehen hier vor dem Aufzug und wollen uns mal, ja, das Geknister kommt von da hinten, von dem blöden Panzer, den wir platt gemacht haben, und wollen uns mal nach unten begeben. Ich muss zugeben, es ist jetzt schon wieder ein, zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, weil ich doch ein bisschen im Voraus aufgenommen und dann andere Projekte in den Vordergrund gerückt habe. Aber gut, wir schauen mal, wie wir so wieder reinkommen. Und wir sind ja gerade auf dem Weg zum... Hier sieht's gesund aus. Wir sind ja gerade auf dem Weg zum Lambda-Komplex. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Gut, das Mikrofon läuft, das ist die Hauptsache. Genau, wir sind auf dem Weg zum Lambda-Komplex und ich möchte hier nicht sein, so wie das hier aussieht. Ah, nicht doch. Also hier hat irgendjemand ganz schön rumgekleckert, habe ich das Gefühl. Okay, da hinten sehe ich schon was. Gut. Was? Ich bin noch gar nicht dran gekommen. Na gut, wir nehmen das hier mit. Und bewegen uns wieder zurück. Hier gibt es nichts mehr. Jo, lassen wir den Atomreaktor mal... Na, nicht doch. Lassen den Atomreaktor mal Atomreaktor sein. Und ich stelle mich gerade äußerst blöde an und renne hier immer wieder rein in die Brühe. Na gut. Ha, 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 was? Okay, wenn er nicht will, ist mir auch recht. Oh. Schön, schön, schön. Ein Traum. Sehr gut. Das war so geplant. Das wollte ich so. Noch einer. Oh, shit. Stimmt, ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass man nicht die rechte Maustaste bedrücken darf dabei. Okay. Dauert wieder ein bisschen, bis ich reingekommen bin, fürchte ich. Und ich sollte hier wirklich nicht drin rumlaufen. Mensch, wann lerne ich das denn endlich? Gut, wir haben also wieder Militärtypen, denen wir ein bisschen auf den Keks gehen müssen, beziehungsweise die uns auch auf den Keks gehen werden. Soll mir recht sein. Die werden wir schon platt machen. Schön, dass es hier ein bisschen Energie gibt. So. Und ich finde es irgendwie komisch, ich höre mich überhaupt nicht selbst. Sonst höre ich mich immer so ganz leicht selbst, aber ich glaube, ich habe die Mikros, das Headset ein bisschen, beziehungsweise die Kopfhörer ein bisschen leiser gedreht. Vielleicht liegt es daran. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Oh, was ist denn hier los? Ja, ich bleib dann mal hier drüben, bis da unten Ruhe herrscht. Gut. Ja, habt Spaß, ne? Ich helfe dann mal von oben. Ein bisschen zumindest. Oh, hat sich erledigt. Gut. Hey. Ich bin ein mighty motherfucker, dass ich das hier mit ein paar Schüssen aus dem Sturmgewehr hinkriege. Nein, natürlich war das schon unglaublich vorbelastet. Warum steht der Panzer so offen? Ich gehe mal ganz kurz noch hier runter und werde mal die Kisten umsuchen. Wird gleich ein Traum wahr und ich darf Panzer fahren, oder wie sieht das aus? Ja, dankeschön. Wunderbar. Ja, ansonsten scheint es hier nicht mehr viel zu geben. Moment, hier ist noch schon wieder Munition dafür. Ich sollte dieses Ding echt öfter benutzen. Wo ist es denn? Ist es das hier? Ja. Schade. Ich muss das echt öfter benutzen. Hier gibt es so viel Munition dafür. Na gut. Dann speichern. Rüber und... Hinein. Okay. Gut, wir halten jetzt einfach mal gleich mit der Waffe drauf, solange wie es geht. Und dann... Ah! Kleiner Hund! Na, wo bist du? Na, wo läufst du denn hin, Kollege? Weglaufen ist nicht. Gut, dann haben wir die gleich mal ausprobiert und haben auch mal... Also, ich habe es ja schon vorher mal ausprobiert. Aber haben auch mal die Munition ein bisschen gewinnbringend benutzt. Haben relativ wenig Leben verloren. Das finde ich schon mal ganz gut. Okay. Hier gibt es immer noch nichts, was wird. Ah, okay. Da können wir noch einsacken. Und ich gehe mal wieder aufs Sturmgewehr. Kann ich ja auch gleich hier hoch. Oh ja. So. Und dann speichern wir nochmal. Ach. Ach. Ich kann das Ding. Oh, das ist aber schade. Ich kann es gar nicht benutzen. Ich kann hier nur ein bisschen freiräumen.
Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, ich kann jetzt hier mit dem Ding durch die Gegend fahren. Och nö. Das ist ja blöde. Was? Was? Ja. Ich möchte irgendwie nicht weitergehen. Wer sitzt denn da hinter diesem... Da steht auch einer. Was ist denn hier los? Moment, ich gehe mal kurz erkunden. Hier hinten ist gar nichts. Was müssen wir denn da tun? Wir holen uns auf jeden Fall erstmal den dort. So, ich weiß, es ist jetzt Verbrauch von sehr viel, sehr schöner Munition, was äußerst schade ist. Vielleicht hätte ich den gerade nicht unbedingt mit dem Colt tot machen müssen, weil, ja, wisst ihr, ne? Bitte? Jetzt aber mal Ruhe hier. So, ja, vielleicht hätte ich den nicht unbedingt mit dem Colt tot machen müssen, da hätte vielleicht auch eine etwas weniger durchschlagskräftige Waffe gereicht. Wie soll ich denn mit diesem Ding dort irgendwie hier weiterkommen? Scheiße. Okay, probieren wir mal was aus. Hilft das? Bist du wirklich, ne? Ich kann das Ding auch nicht kaputt machen, habe ich das Gefühl. Okay, wir machen das nochmal. Und schauen mal, was wir hier erreichen können. Scheißdreck. Was soll ich denn hier tun? Was soll ich denn hier tun? Lass mich mal hier mit Handgranaten arbeiten. So. So. Fliegt halbwegs in Ordnung. Gut. Neuer Versuch. Lebt noch wer? Oh, 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 oh. Er ist tatsächlich klein gekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding zerstörbar ist. Gut, wisst ihr was? Ich mach dann mal. Ne, mit was mache ich denn? Keine Ahnung, womit ich jetzt was mache. Auf jeden Fall speichere ich erstmal. Vielleicht sollte ich es nicht so machen. Ja. Ist nicht die beste Variante, gebe ich zu. Aber man kann es ja mal probieren. Gut, was haben wir denn noch so an schönen Waffen? Ich will nicht die ganze Munition von der jetzt verplempern, von der Laser. Ach, weißt du, scheiß drauf. So. Kollege. Damit ja mal Ruhe herrscht. Vielleicht können wir den dann ein bisschen mehr aus der Nähe machen. So. War jetzt auch nicht so geil. Aber wisst ihr was? Ist mir jetzt egal. Gut, wir gehen erstmal weiter. Ich speichere mal nicht, falls es doch eine schlechte Entscheidung war, das so zu tun. Aber, ach hier. Ja. Aber wir gehen jetzt erstmal so weiter. So, schleusen uns hier durch. Und wir sind im Lambda-Komplex angekommen. Ist das nicht ein Traum? Lambda Reactor Complex. Gut, können wir hier irgendwas... Laster anfangen. Wo geht's denn hier? Oh, hä? Ich glaube, wir dürfen gleich mal wieder im Fahrstuhl fahren. Gibt's denn hier irgendwas, was wir mitnehmen könnten, was ein bisschen zuträglich für unsere Gesundheit wäre, ne? Nee, nicht so, ne? Ah, aber wirst du wohl. An der Stelle abzukürzen ist ein bisschen ungünstig. So, schnell hier drauf. Passiert was? Ah ja. Verzögert, sehr verzögert. Ich dachte gerade schon. So, kommen jetzt wieder Handcrabs von oben oder was darf es jetzt sein? Ich traue der Sache nicht. Hier kommt doch bestimmt wer angeflogen gleich, oder? Hier unten auch nicht? Ach doch, da. So, da haben wir sie doch schon. Gehen wir mal ein bisschen behutsam hier vor. Oh. So, da haben wir den schon mal aus dem Weg. Dann, hallo mein Kleiner, du bist aber stürmisch. So, dann können wir uns hier auf die konzentrieren. Und, oh, der lebt ja noch. Na, wirst du wohl. Diese kleinen, dreckigen Bastarde. Okay, haben wir die erledigt? Ich sehe schon, hier geht's nach unten. Ich glaube,
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dort der Weg weitergeht. Vielleicht ist es aber auch bloß ein Versteck, in dem wir noch irgendwas finden können, was uns helfen könnte. Ich weiß es nicht. So, bevor ich die aber zerschlage hier, will ich mal kurz... Ach, ich komme ja nicht auf die drauf, stimmt ja. So, schaffe ich es denn? Ja, ich komme da, aber da drüben gibt es eh nichts weiter. So, dann nehmen wir den gleich so, hops. Nee, ich wollte schauen, ob ich hier irgendwas kriegen kann, wenn ich hier drauf hüpfe. Oh, ich sehe gerade doch, das könnte vielleicht... Könnte vielleicht tatsächlich... Ach nee, unten ist eine Leiter. Ach, da ist es ja langweilig. Mit Leitern, also wirklich. Wer braucht schon Leitern? Gut, wir landen bis zu unser Leben auf. Siehst du, aber es ist doch keine so schlechte Entscheidung, einfach mal weiterzumachen und nicht tausendmal neu zu laden. Gut. So, dann können wir das ja auch zerprügeln. Und noch ein bisschen Muni abstauben, das ist sehr schön. Gut. Und dann schauen wir mal. Oh, ein bisschen Energie, das ist sehr gut. Genau, hier drüben geht es nämlich auch nicht weiter. Das dachte ich mir schon, das war irgendwie zu erwarten, wenn wir hier eine Leiter nach unten haben. Ich speichere mal kurz. Und dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Nirgendwo, wie mir scheint. Was für ein sinnloser Raum ist das denn hier? Hier gibt's doch nichts, oder? Sehe ich das gerade falsch? Wer weiß. Dann weiß ich nicht, wie wir jetzt hier gerade weiterkommen, aber ich gehe einfach mal hier hoch und renne einfach mal gegen die Tür und sie öffnet sich tatsächlich. Ich werde verrückt. Dieses Spiel macht mich echt wahnsinnig. Manchmal muss man bei den Türen irgendwelche Paneele suchen, manchmal muss man einfach nur dagegen rennen und manchmal öffnen sich Türen, die aussehen, als ob sie sich niemals öffnen könnten. Na gut. Dann bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt erwartet hier. Auf jeden Fall erstmal tote Wissenschaftler. Tja, tut mir leid, Honey. Für dich hat es nicht gereicht. Du bekommst heute keine Rose. Okay. Oh nein. Ich glaube, hier wird gleich einiges an Leuten auf uns zukommen, an Viechern. Oh nein, nicht die. Bitte nicht die. Oh, ich will nicht gegen die kämpfen. Warum? Von wo? Ich bleib mal hier. Ah, du Sau. So, da können wir wenigstens nicht eingekesselt werden. Das ist schon mal ganz gut. Wow. Jetzt ist aber mal gut. Mit Handgranaten, ich glaube, es hakt. So, machen wir das doch einfach mal mit dem Explosiv fast daneben. Gut, haben wir schon mal zwei erwischt. Ich weiß, das Leben sieht nicht so gut aus. Aber ich hoffe, wir werden da jetzt gleich irgendwas bekommen. Denn diese hässlichen Ninja-Bitches, die sind doch echt schrecklich. Also die, ich glaube, die sind auch vom Spiel gewollt schrecklich gemacht. So dass man hier möglichst viel Leben bei denen immer einbüßt. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier gerade auf den Containern rumhüpfe. Einfach weil es ging. ja, kannst du denn das wieder drüben hoch? Nee, das sieht nicht so aus, als ob man das schaffen könnte. Okay, den schafft man auch nicht, den Sprung. Konnte man ja mal probieren. Na, hier ist immer noch eine. Ich fasse es nicht. Ja, könnte knapp werden. Könnte knapp werden mit dem Leben. Ja. Gut, oben also. Da müssten wir vielleicht mal was Zielsichereres nehmen. Wie den Revolver hier. Komm schon, zeig dich, du blöde Mistkuh. Wo bist du? Oh, wie ich diese Ninja-Bitches hasse. Die sind... Da ist sie. Da ist sie. Ich speichere nochmal. So. Ja, vor allem ihre Lebenszeichen sind äußerst kritisch gerade. Aber gut, was soll's. Wir haben 11 Lebenspunkte. Das ist doch eine sehr gute Ausbeute. Ja, dann müssen wir es wahrscheinlich nochmal probieren hier und müssen mal schauen, ob wir nicht noch einen besseren Weg finden. Da drüben kommen wir nicht. Ich kann natürlich auch einfach hier durchgehen, wie es scheint. So. Oder hier ist irgendwas versteckt für uns, wie zum Beispiel ein bisschen Leben. So, das ist gerade vielleicht nicht die allerschlechteste Sache, ein bisschen Leben zu sammeln. Okay. Na dann. 41 sind okay.
Boah, wirklich. Bleib stehen, du Kuh. Du wirst niemanden mehr belästigen. Dummes Stück. Okay, hätte man vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser lösen können, aber ist mir gerade echt Rille. Ich bin froh, dass die blöden Viecher tot sind. Die könnten ruhig mal irgendwas rausgeben, das wäre sehr schön. Na gut, aber wir setzen unseren Weg fort. Ja, links oder rechts, das ist die Frage. Wir gehen erstmal hier drüben schauen. Ja, hier führt eine Leiter nach unten. Ich nehme an, auf der anderen Seite auch. Oh, 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 oh. 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 Ja, ich glaube, das Spiel wollte, dass wir hier erstmal kurz vor den Exitus geführt werden. Um dann hier wieder aufgeladen zu werden. So. Da sieht es zumindest schon mal nicht mehr ganz so negativ belastet aus. Das finde ich schon mal gut. Das könnte uns helfen. Und ich habe bloß noch 2 Granaten, stelle ich gerade fest, für das Ding hier. Das ist ja auch nicht so schön. Gut, und dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Ich hoffe, das war's jetzt für diese blöden Ninja-Bitches. Ich hoffe, die kommen nie wieder in diesem Spiel. Denn die kann ich am allerwenigsten leiden von allen. Von allen!